Ja, haben Sie vielen Dank für die interessante Einführung, die Vorstellung meiner Person und natürlich auch die Möglichkeit, hier heute auf dem DKE Innovation Campus 2017 sprechen zu können zum Thema IT Security und Recht, Radio Equipment Directive und NIST Directive. Als ich diesen Vortrag konzipiert habe, habe ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt am besten in 15 Minuten, diese beiden Rechtsakte vorzustellen. Eigentlich ist es nicht wirklich möglich, deswegen habe ich mir ein anderes Konzept überlegt, nämlich das Ganze in so ein bisschen so einen Dreiklang einzuordnen. Wie auch diese Veranstaltung hier im Dreiklang folgt, Normen machen Zukunft, habe ich mir überlegt, dann mache ich Politik, Recht und Technik. Also, warum haben wir überhaupt Recht? Recht steht nicht abstrakt für sich genommen, sondern muss insbesondere, wenn es um Cybersecurity-Recht geht, auch in dem politischen und in dem technischen Zusammenhang betrachtet werden. Und wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen abändern und andere Synonyme oder Wörter finden für Politik, Recht und Technik, kann man sagen, Ziele, Vorgaben und Umsetzung. Also die Politik legt so ein bisschen die abstrakten Ziele fest, was ist in den nächsten Jahren an Cybersecurity zu leisten, bringt White Papers heraus, Strategieempfehlungen und Ähnliches, also die blaue Ebene, wie Sie hier in diesem umgekehrten Dreieck ganz oben sehen. Dann haben wir die Vorgaben, darunter stehen, also schon ein bisschen konkreter gefasst. Das, was politisch vorher nur ganz abstrakt gewesen ist, wird jetzt in konkrete rechtliche Vorgaben gegossen, also die graue Ebene. Das Ganze muss natürlich auch irgendwann umgesetzt werden, das heißt, die Rechtsvorschriften sind ja für sich genommen noch keine IT-Security, sondern es muss irgendwie technisch realisiert werden. Und ganz unten in dem orangen Bereich finden wir jetzt also den Bereich der Umsetzung. Und diese drei Bereiche werde ich jetzt durchsprechen anhand des europäischen Cybersecurity-Rechts. Und dann werden wir mal schauen, was hat eigentlich auf politischer Ebene die EU in den letzten Jahren eigentlich getan, um die Ziele von Cybersecurity zu realisieren. Und ganz zentral im Mittelpunkt steht dabei die Cybersecurity-Strategie der Europäischen Union aus dem Jahre 2013. Und die hat ganz spezifische Kernelemente und ich habe die vier wichtigsten davon aufgezählt. Einmal Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen, die drastische Eindämmung der Cyberkriminalität, also im strafrechtlichen Bereich, dann die Entwicklung einer gemeinsamen Cyberverteidigungspolitik und einer einheitlichen Cyberraumstrategie. Und nicht zuletzt die Entwicklung industrieller und technischer Ressourcen für Cybersicherheit, also hier die Umsetzung der politischen Ziele betreffend. Und das ist, wie Sie sehen, der oberste Teil dieser umgekehrten Pyramide sehr abstrakt gefasst und gibt jetzt für uns noch relativ wenig her. Wir wissen nicht genau, was wir damit machen können, aber es war halt nur eine Idee des Gesetzgebers oder hier der Europäischen Kommission, die Grundlagen für die zukünftige Cybersicherheitsgesetzgebung in der EU festzulegen. Und jetzt stellt sich die Frage, was hat die EU eigentlich im Einzelnen getan, um Cybersecurity zu realisieren im rechtlichen Sinne? Ich habe jetzt 9 Rechtsakte der Europäischen Union aufgelistet, in etwa seit der Jahrtausendwende. Man kann eigentlich natürlich auch noch weiter zurückgehen, beispielsweise in Bezug auf die Datenschutzrichtlinie, aber ich habe Ihnen jetzt nur hier die wichtigsten 9 dargestellt. Also beispielsweise die E-Privacy-Richtlinie, die Cookie-Richtlinie, dann haben wir hier die Richtlinie 2008/114 EG über die Ermittlung kritischer Infrastrukturen, verschiedene Sachen zum Elektrizitätsbinnenmarkt, zur Energieeffizienz, Energiedienstleistungen. Von 2013 die Richtlinie über Angriffe auf Informationssysteme. Dann hier das zweite von oben rechts, die Richtlinie 2014/53, die EAED, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Dann haben wir hier Nummer 910/2014, die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste, auch relativ bekannt. Daneben die Datenschutzgrundverordnung und ganz zum Schluss hier die Richtlinie 2016/1148, also die Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie. Und zwei davon werden wir uns jetzt etwas näher ansehen, nämlich erst einmal die EAED. Was hat der Gesetzgeber dort gemacht? Schon früher hat die Union begriffen, dass der Binnenmarkt, der Schutz des Binnenmarktes ganz wichtig ist. Und der Binnenmarkt hängt ja auch in erheblichem Maße an technischen Mitteln, beispielsweise E-Commerce-Lösungen. Man hat gesagt, man muss die Verbraucher schützen, man muss den Schutz von Gütern gewährleisten und man muss insbesondere auch KMU entlasten, indem einheitliche Vorgaben für Funkanlagen im Binnenmarkt gegeben werden. Was ist das Mittel dafür? Wie es bei der EU üblich ist, man stellt einen gemeinsamen Regelungsrahmen für die Inbetriebnahme und das Inverkehrbringen von Funkanlagen auf dem Markt vor. Und dazu hat man 4 verschiedene Kernaspekte, das ist jetzt quasi aus dem Gesetz zusammengeschrieben, entwickelt, nämlich einmal ganz links Vorgaben zur effektiven Nutzung
von Funkfrequenzen und zur Kompatibilität mit anderen Funkanlagen, auch Zubehör umfassen, also auch hier dieser marktöffnende Aspekt. Man wollte klare Verpflichtungen schaffen, einmal für die Hersteller, dann für Bevollmächtigte, für Einführer und Händler, das sind sogenannte Akteure, die dort definiert worden sind, und bestimmte Funkanlagentypen sollten dementsprechend auch registriert werden können. Und damit das Ganze auch irgendwie überprüft werden kann, hat man sich überlegt, wir richten Konformitätsbewertungsverfahren ein und überprüfen die dann auch durch dementsprechende Kontrollmaßnahmen hier im Hinblick auf die Konformität von Anlagen, auch die mögliche Gefährdung durch Funkanlagen. Und Sie sehen, das ist halt sehr einleitend jetzt erstmal, also sehr, sehr grob nur zusammengefasst, weil man kann jetzt in der Kürze der Zeit nicht auf alle Einzelheiten dieser Rechtsakte Bezug nehmen. Dazu im Vergleich die NIS-Richtlinie der EU, da werden Sie sehen, die ist sehr viel abstrakter gefasst. Also die EAED bezieht sich ja ganz konkret auf die Funkanlagen, wohingegen die NIS-Richtlinie ganz generell die IT-Sicherheit für die kritischen Infrastrukturen regelt und dort versucht, sämtliche Sektoren zu erfassen. Was ist das Ziel der NIS-Richtlinie? Auch hier wieder der gemeinsame Binnenmarkt. Das haben wir sehr oft bei EU-Rechtsakten. Man will ein funktionierendes Gemeinwesen und dafür braucht man halt die Netz- und Informationssicherheit. Auch hier wollte man wieder einen umfassenden Ansatz konzipieren, alle relevanten Stakeholder einbeziehen, das heißt also nicht nur Unternehmen, sondern insbesondere auch die Behörden. Und warum gerade auch die Behörden? Das sehen wir hier bei den Punkten darunter. Einmal wird die Bundesregierung aufgefordert, eine nationale Netz- und Informationssicherheitsstrategie zu erarbeiten. Haben wir bereits mit der Cybersicherheitsstrategie von 2011, 2016, also Ende letzten Jahres, aktualisiert. Dann soll eine EU-Kooperationsgruppe zur transnationalen Zusammenarbeit eingerichtet werden. Also hier, weil es halt europäisch ist, steht dann dementsprechend auch der europäische Informationsaustausch im Mittelpunkt. Nationale Sicherheitsbehörden für die Informationssicherheit werden definiert. Hierzulande das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Es soll ein CSIRT-Netzwerk eingerichtet werden und ganz zentral seit 2015 auch im Gespräch die technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie die Meldepflichten für kritische Infrastrukturen und neuerdings auch für digitale Dienste. Und für die NIS-Richtlinie hat der Bundesgesetzgeber am 27. April, also das ist noch gar nicht so lange her, das Umsetzungsgesetz verabschiedet und das muss jetzt noch durch den Bundesrat durch und dann haben wir auch die NIS-Richtlinie im nationalen Recht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage bei diesen ganzen Rechtsvorschriften, wie wird das Ganze in die Praxis umgesetzt? Und da sind wir jetzt beim letzten Teil, also quasi bei der Spitze dieser Pyramide, dem orangen Bereich angelangt. Und wie Sie gesehen haben, am Anfang war es ganz abstrakt im blauen Bereich mit den politischen Zielen. Dann wurde es ein bisschen konkreter. Wir hatten die Rechtsvorschriften, aber das Recht ist für sich genommen ja noch nicht per se IT-Security, sondern das muss erst noch technisch umgesetzt werden. Die technische Umsetzung erfordert ganz genaue Maßgaben, wohingegen das Recht immer so ein bisschen abstrakt bleibt, weil es ja auf viele Unternehmen, viele Behörden zugeschnitten sein muss. Das heißt, obwohl eigentlich beide zusammenfließen müssen, wenn es um die Realisierung von effektiver IT-Security geht, divergieren beide so ein bisschen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man hier dieses Divergieren, dieses Auseinanderdriften ausgleichen? Und da ist die technische Normung ganz entscheidend. Also wir sind jetzt bei diesem Punkt Norm angelangt. Das Recht gibt relativ abstrakte Vorgaben, vormals durch die Politik definiert. Die Umsetzung ist aber ganz konkret. Und die technische Normung kann in diesem Zusammenhang ein Bindeglied zwischen der konkreten Umsetzung und den abstrakten Vorgaben durch das Recht darstellen. Hört sich jetzt auch ziemlich abstrakt an. Deswegen will ich Ihnen anhand eines Praxisbeispiels zeigen, wie das gehen könnte. Wir als Universität Bremen sind zusammen mit DKE, VDE und DIN in einem Forschungsprojekt eingebunden im Förderschwerpunkt ITS-Kritis. Das wird durch das Bundesforschungsministerium gefördert und erstellen da zurzeit einen sogenannten IT-Security Navigator. Wie Sie sehen können, Überschrift: Orientierung durch Normen und Gesetze. Was kann man sich darunter vorstellen? Wir haben in den letzten 2 Jahren sämtliche Rechtsvorschriften gesammelt, die für die IT-Sicherheit von kritischen Infrastrukturen relevant sind. Da ist dann etwa eine Auflistung mit ca. 2000 Listings herausgekommen. DKE, VDE und DIN haben selbiges gemacht. Das heißt, die haben für den technischen Bereich sämtliche Normen und Standards gesammelt, die für kritische Infrastrukturen und deren Schutz relevant sind. Und was wir jetzt gerade machen, ist, wir versuchen, diese Rechtsvorschriften mit der technischen Normung zusammenzuführen. Und wenn man sich etwas mehr im Recht auskennt oder schon mal vielleicht auch in den Paragraphen 8a des BSI-Gesetzes geschaut hat, unter anderem durch das IT-Sicherheitsgesetz von Juli 2015 geschaffen, da steht drin,
dass Betreiber von kritischen Infrastrukturen technische und organisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik zu ergreifen haben, um ihre IT-Sicherheit zu fördern. Stand der Technik, was ist das für ein Begriff? Im Juristischen bezeichnet man sowas als unbestimmten Rechtsbegriff beziehungsweise als Generalklausel. Und das sind die Schnittstellen des Rechts, die dann halt zur Technik offen sind. Das heißt, man versucht dort das Recht im Hinblick auf technische Sachverhalte zu öffnen. Warum? Weil das Recht ja relativ behäbig ist. Man kann nicht für die technische Entwicklung immer neue Gesetze schaffen, sondern das muss irgendwie anders gelöst werden. Da hat man speziell diese unbestimmten Rechtsbegriffe genutzt und die erklären dann halt den Stand der Technik. Und wir machen das jetzt so, dass wir untersuchen, welche technische Norm für welchen unbestimmten Rechtsbegriff einschlägig ist, in welchem Gesetz und führen die dann beide zusammen. Und wenn man dann einen Techniker hat beispielsweise oder einen Anwender, der mit der Realisierung von IT-Security betraut ist, das gilt insbesondere natürlich für kleine und mittelständische Unternehmen, die kein eigenes Justiziariat zur Verfügung stehen haben, was diese Arbeit leisten könnte, dann muss ja dieser Techniker oder dieser Anwender irgendwie wissen, wie er jetzt diese Rechtsvorschrift konkret umsetzt. Und indem wir hier die Rechtsvorschriften jeweils mit der technischen Norm, die einschlägig ist, verknüpfen, ist es uns möglich, eine erste Grundaussage darüber zu liefern, was der Anwender letztlich implementieren muss, um den Rechtsvorschriften zu genügen. Dieser IT Security Navigator, der wird ab Mai dieses Jahres, also eigentlich noch in diesem Monat, dann online auch frei zur Verfügung stehen zum Abruf und soll dementsprechend hier flächendeckend, insbesondere für KMUs, die IT Security befördern, indem wir halt versuchen, Recht und Technik hier an dieser Stelle zusammenzufügen. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal zusammengefasst sieht. Also ich habe hier ganz zentral in der Mitte die Normung aufgeführt und dann die Themenfelder, die ich eben so angesprochen hatte. Politik, Anwendung, Recht und Technik. Und die Normung ist halt das zentrale Bindeglied zwischen all diesen Aspekten. Durch das demokratische Normungsverfahren ist es möglich, die verschiedenen technischen Anwendungsfelder und Anwendungsszenarien ein konkretes Dokument zu gießen und dort dann der Anwendung zuzuführen. Das wären also dieser Aspekt Politik, Normung, Anwendung. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, zwischen Recht und Technik zu differenzieren. Das heißt, indem die Normung über diese unbestimmten Rechtsbegriffe das Bindeglied zur Technik darstellt, ist es dadurch natürlich dann auch möglich, flächendeckende IT-Security zu generieren, insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die so die Möglichkeit haben, Rechtsvorschriften technisch auszulegen, obwohl sie ja eigentlich gar nicht so gesehen den juristischen Sachverstand besitzen. Und das ist halt in meinen Augen ein ganz wichtiges Ziel, dass hier die Normung auch hat, dass insbesondere solche Akteure, die IT-Sicherheit gewährleisten müssen, auch aktiv eingebunden werden und die Möglichkeit haben, IT-Security in einem angemessenen Maße zu realisieren und nicht nur abstrakt neben den Anforderungen der Gesetze stehen und letztlich dann so ein bisschen allein gelassen werden. Und hier sehe ich die Normung in einem zentralen Punkt, um flächendeckend auch in den nächsten Jahren die IT-Security hier in Deutschland zu verbessern. Das war es damit auch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Rückfragen gerne zur Verfügung.